und herzlich willkommen auf unserem Gemüsebalkon. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mediterrane Halbsträucher und Kräuter generell überwintern könnt. Es ist knackig kalt geworden, es ist abends, nachts nur noch 5 Grad warm oder kühl oder frostig fast schon. Und das mögen unsere Kräuter nur noch bedingt. Sie sind zwar halbwegs winterhart, sie ertragen diese Temperaturen an der Oberfläche. Wenn es aber noch weiter runter geht, dann müssen wir die Pflanzen schützen. Das Problem ist vor allen Dingen die Kälte, die in den Boden hineinzieht und dazu führt, dass gerade in den Blumentöpfen, wo das Volumen dann auch fehlt, um ein komplettes Durchfrieren zu verhindern, um den Wurzelballen vor Frost zu schützen. Und das ist das Problem oder die Herausforderung für uns jetzt hier bei der Überwinterung. Da müssen wir sicherstellen, dass der Wurzelballen eben nicht durchfriert und damit nicht die Pflanze erfriert. Daher müssen wir die Töpfe schützen. Wenn ihr auf dem Balkon seid, habt ihr möglicherweise auch die Chance, die Töpfe einfach mit in die Wohnung hineinzustellen. Dann ist ein heller Platz am Fenster vorzuziehen. Die Pflanzen brauchen nach wie vor Licht, sie brauchen aber nicht mehr so viel Wasser, Dünger eigentlich auch kaum und werden dann auch nicht mehr geschnitten. Sie sind einfach nur noch in Winterruhe bis zum nächsten Frühjahr, wo sie dann zurückgeschnitten werden. Das zeige ich ja auch im Video zum Schneiden von Kräutern. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, die Kräuter in die Wohnung zu nehmen, dann schützt ihr sie am besten in einer Art, wie ich das hier jetzt auch gerade gemacht habe. Ich habe jetzt hier einen kleinen Tisch stehen, da brauche ich jetzt keinen Bodenschutz. Wenn ihr das nicht habt, stellt ihr die Töpfe am besten auf einen Karton. Das isoliert dann einfach nochmal die Kälte, die normalerweise vom Boden aus hoch in den Topf ziehen würde. Dann müssen wir hier die Töpfe an der Seite noch schützen, damit auch hier eben der Frost nicht ganz hoch, ganz so stark ist. Und da bieten sich dann entweder diese Filzmatten an, die gibt es in Kokos, die gibt es auch, auch Reisig, Tannenzweige bieten sich auch an. Blätter sind auch eine gute Isolation, wenn ihr sie habt. Ich habe hier welche stehen, die ihr nutzen könnt. Also alles, was einigermaßen abdichten kann, aber gleichzeitig noch atmungsaktiv ist, das solltet ihr einfach trotzdem noch beibehalten. Und dann zieht ihr das einfach um diese Töpfe hier so weit herum und dann habt ihr zumindest mal schon mal den ersten Schutz der Wurzelballen geschafft. Was ihr dann noch nutzen könnt, sind Blätter. Die könnt ihr entweder direkt hier auf die Pflanzen hinaufgeben und dann so platzieren, dass sie möglichst den Boden der Pflanzen schützen, damit eben auch dort von oben dann der Frostschutz besteht. Das macht ihr am besten so lange, bis einfach der ganze Boden hier bedeckt ist. Und wenn ihr noch weitere Blätter, die nehmt, könnt ihr einfach irgendwo draußen einsammeln, könnt ihr diese auch einfach an die Seite nochmal mit reinstopfen. Dann habt ihr hier ein schönes Nest und die Blätter isolieren nochmal zusätzlich. So haben wir jetzt also einen guten Bodenschutz durch den Karton. Wir haben Blätter, die umrandet sind von einer Matte, die auch nochmal schützt. Und damit haben wir jetzt unsere Kräuter bis zum nächsten Frühjahr sicher eingerahmt, damit sie eben den Winter gut überstehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, dann gibt es noch das ein oder andere Video zwischendurch mal. Kommt auf der Seite www.gemüse-balkon.de vorbei und wenn ihr noch Fragen habt, kommentiert einfach, dann helfe ich euch weiter.